Unsere letzten Tage in Kanada brechen an. Yoda im Dschungel. Im Dschungel auf Vancouver Island. Kaum zu glauben, dass wir dieses Land nach so einer langen, eindrucksvollen Zeit nun bald verlassen werden. 5 Monate voller neuer Eindrücke, Natur, die einem den Atem stocken lässt, und Menschen, deren Gastfreundschaft kaum zu überbieten sein könnte. Wir gehen ins Licht. Das ist tatsächlich nicht ganz hässlich. Unsere Erlebnisse auf Vancouver Island geben diesem Teil der Reise einen Abschluss, den wir uns nicht erwartet hätten. Ohne Reservierung sind wir einfach zum Hafen gefahren und nur mit ein wenig Wartezeit auch gleich auf der Fähre nach Vancouver Island gelandet. Beim Anstehen am Hafen haben wir eine Nachricht auf Instagram bekommen. Der daraus resultierende Kontakt wird am Ende unserer Zeit auf Vancouver Island noch für eine Überraschung sorgen. Aber dazu später mehr. Yoda im Dschungel. Im Dschungel auf Vancouver Island. Guten Morgen. Wir sind in unserem ersten richtigen Tag auf Vancouver Island. Judith ist der Meinung, sie schafft es da vorne in den Fluss baden zu gehen. Werden wir sehen. Aber ziemlich schön ist da. Kann man ja nichts sagen hier. Also warm genug ist mir das Baden, ja. Ich frage, ob das Wasser warm genug ist. War es nicht, aber das konnten wir uns einfach nicht entgehen lassen. Das war nett. Kriegt ein Yoda Daumen hoch. Also wenn es heiß ist und man da vorbeikommt, kann man sich da wunderbar mal eine kleine Erfrischung und Abkühlung gönnen. Ein neuer Tag, ein neuer Trail. Wir wollen heute den Rose Wall Creek Trail auf Vancouver Island gehen. Auf geht's! Wie groß ist deine Begeisterung? Und in Worten? Nein. Oh mein Gott. Manchmal hatte er schon ein wenig einen an der Klatsche. Großartig. Oh wow, das ist schön. Wenn sowas bei uns wäre, würde irgendwer dafür Eintritt verlangen. Es wären mindestens 30 andere Leute ja auch hier. Und hier ist einfach mal da so ein kleines Plätzchen mitten im Wald am Wasserfall. Für dich allein. Tolle Gegend hier, tolle Gegend.
Unsere Weiterfahrt Richtung Norden soll uns an einen Stellplatz direkt an der Johnston Strait bringen, an der sich viele der hier heimischen Orcas aufhalten. Es ist eine sogenannte Recreation Site, auf der man gratis übernachten kann. Dementsprechend zieht es zumindest am Wochenende auch einige andere Camper an. Aber das macht uns gar nichts. Der Platz direkt am Wasser gefällt uns so gut, sodass wir glatt eine ganze Woche bleiben und somit auch unsere Chancen, die vorbeiziehenden Orcas zu beobachten, erhöhen. Ich glaube, wir hatten hier den unglaublichsten Moment unserer gesamten Reise. Denn eines Morgens wurden wir tatsächlich vom Atemausstoß eines Humpback Whales geweckt. Diese faszinierenden Tiere direkt vom Fenster aus beobachten zu können, war schlichtweg gesagt der Hammer. Nachdem wir Yoda noch ein bisschen Liebe verpasst und den Ausblick ein letztes Mal genossen haben, geht es noch weiter in den Norden. Wir haben viel Gutes vom Cape Scott Provincial Park gehört, müssen uns aber natürlich selber davon überzeugen. Nach diesem Stellplatz können wir uns nur schwer vorstellen, nochmal etwas Vergleichbares zu finden oder zu erleben. Das haben wir uns zwar schon oft gedacht, aber irgendwie passiert es doch immer wieder. Aber ich meine, Wale vom Schlafzimmerfenster aus beim Vorbeischwimmen zuzuschauen, das wird echt verdammt schwierig. Für die nächsten Nächte werden wir ein bisschen die Perspektive ändern, denn wir wollen in unserem Zelt schlafen und erhoffen uns so, mal eine andere Art Abenteuer zu erleben. Wir sind in Cape Scott an der St. Joseph Bay angekommen. Haben jetzt hier geparkt, sind natürlich mal in die Unimog-Reisen wieder reingelaufen, aber das war eh wieder so ein bisschen zu erwarten, dass wir uns über den Weg rollen. Wir sind gerade dabei, unsere ganzen Sachen zu packen, denn wir werden da jetzt das Zelt auspacken, das wir dabei haben, und mal eine Nacht im Zelt am Strand verbringen. Ja, Sachen schnappen und ab geht die Luzi. Das darfst nicht der Mama zeigen. Jetzt aber. Das dürfte dann übrigens unsere erste Nacht während der gesamten Reise sein, in der wir nicht im Yoda schlafen. Wir gehen ins Licht. Aber das sieht ja aus, als wären wir tatsächlich hier am Ziel. Hä? Unfassbare Szenen. Die Menge tobt. Sonnenuntergang da hinten offensichtlich gleich. Das ist tatsächlich nicht ganz hässlich. Na, das sieht doch aus wie ein Zelt, hä? Also der Kerl meinte gerade, dass da hinten eben noch ein Bär war. Da bin ich super schwer jetzt zu sehen, wo ich hinzeige. Aber da fahren Gurke darum. Juhu, das wird Hüge. Thank you.
Schau mal, wie es da draußen so aussieht. Also, auf nach Hause. Sie haben übrigens kugelweise solche bärensicheren Container aufgestellt, mit so Karabinen versichert, wo man sein Essen reingeben kann. Was natürlich voll im Müll Sinn macht, dass du dein Zeug nicht beim Zelt lagerst. Wir fahren weiter in Richtung des nächsten Strands, wo wir geplanterweise wieder auf Manuela und Uli, die ihr schon aus Folge 16 kennt, treffen. Mit ihnen wollen wir auch die nächsten Tage ein bisschen verbringen. Wir sind ein bisschen weiter gefahren, ein bisschen weiter südlich und sind jetzt hier im Raft Cove. Im Raft Cove Provincial Park. Und wir sind jetzt hier im Raft Cove Provincial Park. Und nachdem wir heute wahrscheinlich wieder vorne am Strand ratzen werden. Auf geht's. Das ist ja Dschungelwalk hier. Wieder Einzug ins Dschungelcamp bei uns heute. Wie krass ist der Weg, bitte? Ultra geil. Takeshis Castle, letzte Runde, oder wie? Seil in der einen, Kamera in der anderen Hand, was kann schon schief gehen? Okay. Diese gut. Ich sag mal so, wer zwei Beine hat, diese benutzen möchte und kann und hier auf der Insel ist, das ist schon fast ein Muss. Hei. So, Zelt ist aufgebaut. Ich rocke mittlerweile den Unterhosen-Look. Es ist einfach 1000 Grad heiß ist. Und jetzt heißt es erstmal wieder zurück. Bier holen. Und dann kommen wir wieder her. Es ist 19.12 Uhr. Wir sind wieder zurück an unsere Plätzchen. Und jetzt gibt es mal die zwei essentiellen Dinge. Jetzt wird mal Feuerchen gemacht. Und ein Bierchen auf. Aber alter Verwalter, ist das krass oder ist das krass? Prost! Ja.
Wir haben schon so viele Paradiese gehabt. Ich weiß gar nicht, welches das schönste Paradies war, aber das ist schon echt wieder der Hammer hier. Sag mal, dass man hier praktisch seinen Strand für sich alleine hat, Feuer machen kann, Sonnenuntergang beobachten, am Strand schlafen. Ach ja, wieso gibt es das in Europa nicht? Wenn ihr in der Gegend seid, Vancouver Island, tippitoppi, macht das, insbesondere im Nordwesten, ist Wahnsinn. Macht ein Feuerchen am Strand im Sonnenuntergang und schickt uns ein Bild davon. Manuela und Uli haben die Nacht lieber im bequemen Bett verbracht. Gemeinsam mit ihnen fahren wir noch ein Stück weiter. Tag Nummer 3 im Norden Vancouver Island. Wir schauen uns heute noch die Grand Bay an, die man nach nur 10 Minuten Fußweg erreicht. Zu den vorherigen beiden Stränden sind wir nämlich jeweils fast eine Stunde gegangen. Daher wäre es eigentlich aufgrund der Nähe zum Auto hier am klügsten gewesen, das Zelt aufzuschlagen. Aber nach 2 Nächten ist jetzt erstmal wieder genug. Wir verbringen also den Abend mit Manuela und Uli in unseren Trucks. Schweren Herzens verlassen wir diesen wunderschönen Teil der Insel wieder. Aber glücklicherweise wartet jetzt noch ein ganz besonderes Erlebnis auf uns. Wir haben uns nämlich eine Whale-Watching-Tour in Telegraph Cove gebucht. Wir sind in Telegraph Cove. Heute gibt es nämlich einmal Whale Watching. Wale schauen. Freust du dich? Volle, wobei ich immer ein bisschen Angst habe, dass wir Pech haben und dann nichts sehen. Aber es ist zumindest mit Walsichtungsgarantie. Das heißt, wenn man keinen Wal sieht, dann darf man nochmal kommen. Was bei uns nicht klappen wird, aber schon mal ein gutes Zeichen, dass sie garantieren, dass man einen Wal sehen wird. Ist auf jeden Fall schon mal ein sehr nettes Örtchen hier, da so alles auf Stelzen gebaut und lustig. How's everyone doing? Good. Nachdem wir an den kleinen Meeressäugern der Region vorbeigefahren sind, stellt sich meine initiale Skepsis schnell als unbegründet heraus. Die Überraschung, solch eine Show von den Walen zu bekommen, war dafür umso größer. Nachdem die Wale weg sind, begleitet uns auch noch eine Schule Delfine einen Teil des Weges.
Mir fehlen ein bisschen die Worte, denn dass wir die Wale wirklich in solchem Ausmaß sehen werden, hätte ich mir nie erwartet. Umso dankbarer bin ich, dass mir hier mein größter Wunsch an unsere Reise erfüllt wurde. Ich bin gerade mal wieder das Motorrad runtergehoben, um es auszupacken. Ich glaube, sie müssen ja damit fahren können. Scheiße. Oh Gott. Oh Mann. Knie. Okay, das ist echt fürchterlich. Es ist zwar nicht kaputt gegangen, aber trotzdem hat es ja auch nicht. So, 20 Minuten später schaut der Karren einigermaßen sauber aus. Und sauber wird. Also sauber kann man nicht sagen, aber besser wird es erstmal nicht. Aber brav angesprungen. Kann man nichts schimpfen. Trotz dem ganzen Dreck. Bis jetzt sehr brav. Mal schauen. Heute geht es nämlich in die recht touristische Gegend um Tofino im Westen der Insel, wo es sich einfach angeboten hat, mal auf zwei Rädern unterwegs zu sein und somit leichter einen Parkplatz zu finden. Jetzt ist durchgekühlt, sind wir gelandet. Jetzt heißt es mal was zum Essen finden, ha? Oha, komm, machen wir. Okay. Raindrops on the red dust has never smelled so good. Judith ist wieder mal richtig warm. Ich hatte besseres Wetter bestellt. Nach Tofino geht es noch zum Long Beach weiter, der vor allem bei Surfern sehr beliebt ist. Der Leichenspürhund hat wieder mal zugeschlagen. Gerade einen schönen Lauf. Unser Bremskolben links hinten hängt wahrscheinlich und schleift uns die Bremsbacken ab. Der ist nämlich an der Verschleißgrenze schon vorbei. Das heißt, irgendjemand, der sich mehr mit Bremsen auskennt als ich, und das wage ich mich erstmal jetzt nicht an, da müssen wir jetzt einen finden, der uns da die Bremse auseinanderbaut und das Ding wieder repariert. Dann brauchen wir neue Bremsklötze hinten. Und jetzt hat es gerade irgendwie so komisch gestunken mit offenen Fenstern. Und ich dachte, was ist das? Und dann habe ich gemerkt, dass wir wieder keine Drehzahl haben. Tja, Keilriemen gerissen. Jetzt müssen wir einen Ort finden, wo ich den Keilriemen tauschen kann. Läuft! Da fehlt ja was. Nun gut. So, hab mich hübsch gemacht. Jetzt tauschen wir die Kacke und dann geht's hoffentlich wieder problemlos weiter. Problemlos. Jetzt zeige ich das nochmal hinten bei der Bremse. Das hier ist der Indikatorstift. Das ist der Indikatorstift und der ist direkt an der Verschleißgrenze. Das heißt, die Bremsbacken sind durch. Und Bremsscheiben an sich sind auch ziemlich heiß links im Vergleich zu rechts, also links hinten hat man jetzt gerade 220 Grad, rechts hinten nur 90, also da hängt was. Naja, auf geht's, an die Arbeit. Hier wird's den
Kühlerkeilriemen abmontiert. Dann muss man natürlich den Generatorkeilriemen über den Ventilator fädeln und unter dem Kühlerkeilriemen durchfädeln. Deswegen muss man den abbauen. Jetzt muss ich das noch schauen, dass ich das da oben reinbringe. Festziehen, dann den Kühlerkeilriemen wieder befestigen und festziehen. Und dann haben wir es eigentlich auch schon wieder geschafft. Sieht man erstmal, wie viel der letzte schon nachgespannt war. Da war halt einfach ein Limit. Aber ja, ich meine, da hat jetzt was 30.000, 35.000 Kilometer gehalten. Ist schon okay. Wenn da mal, wenn der mal nach 35.000 Kilometern fliegt, mein Gott. Fertig. Sieht doch wieder wunderbar aus. Muss ich nur noch halten und nicht mehr abfliegen. Schauen wir mal, was wir da jetzt so gepfuscht haben. Also. Juhu! Sehr schön. Ja. Nächsten Eis. Juhu! Jetzt brechen wirklich unsere letzten Tage in Kanada an und wir machen uns auf den Weg Richtung Victoria. Victoria ist die Hauptstadt der kanadischen Provinz British Columbia und liegt am Südzipfel von Vancouver Island. Das Klima ist sehr mild. Selten steigen die Temperaturen über 30 Grad oder fallen unter 0 Grad. Nicht nur deswegen ein toller Ort zum Leben. So, der Arthur hat mich mal wieder zum Vloggen rausgeschickt. Der macht sich nämlich gerade drin noch hübsch. Wir sind nämlich gerade in Victoria angekommen und werden da heute unseren allerletzten Abend in Kanada verbringen. Das ist echt unglaublich irgendwie, dass die Kanada-Zeit jetzt vorbei sein soll. Und wir wollten eigentlich im Hafen direkt schlafen, wo dann morgen früh auch die Fähre losgeht. Aber da haben sie uns nicht gelassen. Das ist immer zu groß für. Das geht wohl nur für kleinere Vans. Aber wir haben über Instagram einen ganz netten Kontakt gehabt und dürfen jetzt heute Nacht einfach bei denen hier in der Hofeinfahrt schlafen. Schau dir mich an, er hat sich ausgeputzt. Tada! Tada, tada, tada! This is the Hope Bay Marina. Wir kriegen jetzt mal hier eine wunderbare Stadttour. Brandon hat uns ja auf Instagram angeschrieben, wie wir mit dem Schiff übergesetzt haben. Und wir haben ihn jetzt hier wieder getroffen, heute Vormittag. Und er war so nett und hat uns angeboten, dass wir bei ihm einfach in der Einfahrt pennen können. Und jetzt führen sie uns sogar noch hier ein bisschen rum, zeigen uns die netten Örtchen in der Stadt. Und dann gibt es noch Abendessen. Also besser kann es nicht laufen. Super nette Leute. War echt wieder mal volle Mühle, ein Glück. Want to look around more here, or there's a lot I can show you, lots of different stuff. Okay, yeah, sure. You say we completely believe in your experience as a tour guide. Awesome. Yeah. Also, hochoffiziell Trans Canada Highway. Mile Zero. Wir haben auf der anderen Seite gestartet. Bis daher haben wir es geschafft. So much time is there. I just absolutely love it. I'm asking you where you guys meet people from. So she's learning now. Okay. Yeah, I think I've never seen this little thing before. Either.
Nächster Stopp Downtown. Oh, look, the enemy. Oh, yes. Zum morgigen Begräbnis der Queen laufen hier vor dem Regierungsgebäude bereits die Vorkehrungen. Ich bin ja kein Yachtmensch, aber die Teile sind schon hübsch. Würden wir sowas geschenkt nehmen? Ich würde nicht tauschen, aber wenn man es mir schenkt. Also, liebe Abonnenten auf YouTube, wer uns eine Yacht schenken will, Herzlich willkommen, gerne her damit. Nachdem wir es jetzt bei zwei Lokalen versucht haben und nichts zu essen bekommen haben, weil sie keinen Platz bekommen haben, geht es jetzt zu Versuch Nummer 3, aber das sollte klappen. Gerade hier, man hört es da so ein bisschen in der Distanz, irgendwo da hinten, ist irgendein Festival, deswegen eskaliert es gerade hier ein bisschen mit den ganzen verdammten Touris. Diese Touris. Immer das Gleiche. Also, mir wurde gerade gesagt, ich muss hier einen Schaft trinken. Ein schwarzer Kaffee über Stoli Wodka, Kalua und Baileys. Tja. Na dann, Prost. Was? In einem Zug? Oh, it's good. It's nice. It is good. So, wir sind zurück bei der Karre. Es war wieder mal so typisch kanadisch, echt. Die Leute sind so unfassbar nett hier. Wir waren jetzt den ganzen Tag mit denen unterwegs. Haben jetzt eine super Tour durch die ganze Stadt bekommen. Und jetzt Abendessen mit ihnen, das war einfach echt eigentlich der perfekte Abschluss für unseren letzten Tag in Kanada. Ja, wir werden jetzt uns ins Bettchen werfen, morgen um 7.30 Uhr. Geht, glaube ich, die Fähre. Das heißt, wir müssen eh früh auf und dorthin. Aber das war jetzt echt der perfekte letzte Tag in Kanada. Wir sind hier also wirklich am Ende unseres ersten großen Reiseabschnittes angekommen und sind schon ein wenig gerührt. Aber wir sagen immer, mit jedem Ende kommt auch ein neuer Anfang. Tschüssi!